ich kann den Text nicht. Aber guten Morgen. Es ist Freitag und wir packen jetzt die Koffer und machen hier alles fertig, weil es morgen Samstag nach Deutschland geht zu meiner Familie. Nur Tiny und ich. Mein Freund bleibt hier, der muss arbeiten. Aber da ich ja in einer Schule arbeite, habe ich die ganzen Schulferien. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man ein Kind hat. Ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Tag und ich hoffe, es gefällt euch. Wir räumen ein bisschen auf, wir kochen ein bisschen Mittagessen, wir packen die Koffer und ja, der Morgen vor der Reise quasi. Ich bin gut drauf. Ich packe auf jeden Fall immer meinen Tee, wenn das der Yogi-Chai-Tee ist. Noch etwas Mandelmilch. Ich liebe das. Und die Tasse ist ja von Maison du Monde, die liebe ich auch. Und den müssen wir morgen, heute Mittag auf jeden Fall noch wegkochen. Genauso wie die, diese zwei Poro, die da langsam vor sich hin trocknen. Mö, 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 was mö, mö, mö. Machst du ein paar Klimmzüge? Ich glaube, Tiny hat Bock rauszugehen. Ja. Ist deine Regenhose? Und hast schon deinen Hut aufgesetzt? Was soll mir das sagen? Wollen wir gleich rausgehen? Die sollen wir anziehen? Dies hier hat die Oma von meinem Freund, also Tinys Oma, Tinys Urus Oma, selbst genäht. Das sind so Lätzchen, die man komplett anzieht. Und der Clou an der Sache ist, dass hier noch Drückknöpfe mit eingearbeitet wurden und man dann die Lätzchen vorne anklippen kann. Und wenn das dreckig ist, dann braucht man nur das Lätzchen vorne waschen, aber nicht immer das ganze Teil. Und jetzt habe ich von diesen Lätzchen habe ich 4 oder 5 und muss immer nur die in die Maschine schmeißen. Super praktisch. Welche Jacke ziehen wir an? Menor, guck mal, wie schick das ist doch. So, es gibt jetzt noch eine kurze Planänderung, weil Tiny unbedingt raus möchte, was ich auch verstehen kann. Jetzt gehen wir schnell raus, noch zu Oma in den Garten. Dort sind so ein paar Spielgeräte. Und dann gehe ich noch das ist ein neues Projekt von uns, denn wir haben uns noch eine Ruine quasi angeschafft, also so ähnlich wie dieses Haus hier damals war, wo einfach nur 4 Wände, Stein auf Stein, aufgebaut sind aus dem 15. Jahrhundert, was aber auch schon fast zusammenfällt oder schon zusammengefallen ist. Das Dach ist weg, in die Balken sind alle eingebrochen und so. Und das wird nämlich jetzt auch wieder neu gemacht, renoviert. Und da wollte ich jetzt nochmal kurz vorbei und das filmen. Und dazu gibt es dann bald wieder eine neue Renovierungsreihe. Ja. Das mal so als Ankündigung. Was hast du denn jetzt in den Müll geschmissen? Tiny schmeißt momentan so viel in den Müll. Müll, aber auch Puzzleteile, Schuhe, Socken. Hab schon alles drin gefunden. Da muss ich jetzt immer aufpassen. Und die Knöpfe vom Herd verstellt sie. So wie man jetzt gerade sieht, verstellt sie immer unseren Herd. Und das sind so Knöpfe, die können wir nicht absichern. Die kann man nicht einfach abmachen. Deswegen ist das ein bisschen heikel gerade mit ihr. Ne? Es hat hier ganz doll geregnet die letzten Tage. Das ist die Ruine, die wir gekauft haben. Dieser kleine Turm hier mit dem Haus nebenan. Das Haus ist eigentlich noch relativ gut intakt, muss aber alles renoviert werden. Damit ihr schon mal so eine kleine Sneak Peek habt, was jetzt die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre auf uns zukommt.
Wir sind jetzt gerade so oben in den Garten, aber leider ist alles nass und wir können nichts benutzen. Die Rutschen sind nass, das Trampolin ist nass. Diese Spielehütte ist innen drin alles nass. Gut. Und die ganze Wäsche rausholen. Hilfst du mir wieder? Hau ruck. Hau ruck. Oh, du viel. Hau ruck. Ja? Sie stellt sich jetzt den Hocker allein vor das Waschbecken. So weit sind wir schon hier. Für eine Woche nach Deutschland fliegen, nehme ich immer nur so ein kleines Handgepäck mit. Das passt oben in die Flugkabine rein. Wir fliegen mit Ryanair. Und ja, man hat ja so ein Gepäckstück dann frei quasi mit 10 Kilo. Und da müssen jetzt Tinys und meine Sachen rein. Wird knapp. Vor allem jetzt im Winter, im Herbst. Weil man da ja auch dann viele warme Sachen braucht. Aber ich sag mal so, wir sind ja bei meinen Eltern und wenn uns irgendwas fehlt, dann kann man das ja dort auch noch irgendwie ganz schnell besorgen. Und meine Mama hat auch noch ein paar Wintersachen für Tiny von uns damals aufgehoben oder jetzt von den Kinderflohmärkten. Von daher nehme ich eigentlich gar nicht so viel mit für eine Woche. Also 10 Kilo Handgepäck nehmen wir mit. Das reicht für uns. Windeln und so kaufen wir alles dort. Gibt ja DM. Haha, freue ich mich schon wieder drauf. So soll die Mama jetzt rumlaufen. Mit Papas Mütze. Die mir nicht mehr richtig hier passt wegen meiner Assi-Palme. Nee. Möchtest du die aufsetzen? Hopp. Schön. Oh. So, meine Logik beim Kofferpacken ist, da ich ja nur zu Hause bin, muss ich nicht unbedingt sonderlich krass aussehen und nehme dann einfach nur so Basics mit. Und dann mache ich das immer so, dass ich die Sachen, die zusammengehören, schon zusammenlege. Sprich, die eine Hose kann ich 2 Tage lang mit verschiedenen Oberteilen anziehen. Also einmal mit einer Bluse und einem Unterhemd und mit einem T-Shirt und einem Unterhemd und... Falls das doch nichts ist, habe ich noch als dritte Variante was Schwarzes. Eine Jeans, entweder mit der Bluse oder mit der Bluse. Dann habe ich schon mal 4 Tage. Dann habe ich ja noch die Hose, die ich auf der Reise anziehe. Die liegt jetzt hier nicht mit bei. Darunter oder darüber ziehe ich ein T-Shirt und einen Pulli an. Dann habe ich schon mal 5 Tage. Ja, und dann wird irgendwas doppelt angezogen, weil ja auch gewaschen wird. Und von daher... Reicht das irgendwie so für eine Woche Deutschland für mich? Ist das, was ich mitnehme. Natürlich kommt jetzt noch Unterwäsche und Schmink und so dabei und noch ein paar Schuhe, aber es reicht. So, jetzt noch Tiny Sachen. Eine Hose. Lang am Body. Kurz am Body.
Tiny pennt jetzt. Momentan ist es immer ein bisschen schwierig, sie schlafen zu legen in ihrem Bettchen. Ich schätze mal, das liegt daran, weil sie erkältet ist und weil jetzt wieder ein paar Zähne kommen und so. Deswegen brauche ich da mal ein bisschen länger und darf auch nicht so schnell weggehen. Erst wenn sie richtig, richtig schläft und das dann einfach nicht mehr merkt. Genau, ich habe alles geschafft. Ich habe den Haushalt gemacht. Ich habe die Koffer gepackt. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Nicht wundern, dass ich gerade ein anderes T-Shirt anhabe, weil das, was ich eben hatte, habe ich mit in den Koffer gepackt, weil ich dort ein bisschen Sport machen wollte. Ich habe es mir vorgenommen. Ob ich es einhalte, ist dann immer so eine Frage im Urlaub, Sport zu machen. Genau, und jetzt mache ich mich ans Schneiden, denn da hinten in Deutschland habe ich meinen PC halt nicht dabei und kann nichts schneiden, deswegen muss ich oder versuche ich ein bisschen vorzuarbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, den Vlog bis morgen zu schneiden, weil ich ja eben halt nur diese Mittagspause habe. Und ich wollte euch noch kurz zwei Sachen empfehlen, genau. Einmal haben meine beiden Cousins in Deutschland eine Band gegründet mit noch einem dritten Typen und die nennen sich Schatzi. Den Kanal verlinke ich euch hier in meinem Video und die haben jetzt erstmal ein Lied rausgebracht. Ist ziemlich cool und meine Cousins sind die, die nicht singen, also die beiden Blonden. Es wäre cool, wenn ihr die abonnieren könntet und wenn ihr vielleicht einen Kommentar da lasst. Das fände ich auf jeden Fall sehr gut, denn das ist deren erstes Lied und ja, Support kann jeder gebrauchen, würde ich sagen. Die haben auch schon ein paar Kritiken in so ja, bestimmten Zeitschriften, die ich selber nicht lese, aber ich habe es halt auf Fotos gesehen, sehr gute Kritiken bekommen. Und ja, es würde mich mega freuen, wenn ich ein bisschen dazu beitragen könnte, dass deren Kanal und deren, ja, dass es halt ein bisschen größer wird. Ich würde es ihnen echt gönnen. Und eine zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, weil ich kann die hier nämlich nicht schauen. Das ist eine Serie. Als ich noch kein Netflix hatte, habe ich immer irgendwie über YouTube oder so versucht, irgendwas zu sehen. Und da ist mir die Serie Druck aufgefallen. Die habe ich sehr gern geschaut, beziehungsweise wollte ich sie sehr gerne schauen, aber ich konnte nur die ersten drei Folgen schauen. Danach war das in Frankreich hier gesperrt. Aber ich wünschte mir, ich könnte sie weiterschauen, denn die war echt interessant. Es geht um Jugendliche, die gerade ihr Abi machen und dann, was man halt so mit 18, 19 erlebt. Ne? Party, erster Freund, Schulprobleme und so. Druck heißt die. Also da könnt ihr einfach mal bei YouTube eingeben, Druck. Und die Band von meinen Cousins, Schatzi. Ja, ich hoffe, dass ich das morgen alles gebacken bekomme, alleine mit Tiny im Flieger. Wir fliegen um 18 Uhr. Ist gerade halt eine Kackzeit, weil sie genau dann essen sollte eigentlich. Also 18.30 Uhr ist hier immer Essenszeit. Muss ich irgendwie gucken, dass ich sie im Flugzeug dazu bekomme. Uff, mir graut's. Mir graut's jetzt schon davor. Aber nun ja, ich werde berichten. Sagt mir nochmal, was ihr von dem letzten Video, was ich gepostet habe, haltet. Da geht es um das Thema Frankreich und Deutschland, Unterschiede und sowas. Wie ihr das findet, ob ihr davon mehr sehen wollt. Ja, ich beende diesen Vlog an dieser Stelle. Es war eigentlich ja nur ein Morgen vor dem Tag der Reise. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Pause verschaffen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss und bis bald.